Thema heute, alte Festplatten. Heute will ich mal eine alte Festplatte kaputt machen, um die wirklich mechanisch zu zerstören. Hier, ich habe da so einige da liegen, die müssen alle noch drankommen. Und es sind alles irgendwelche alten Festplatten, die hatten damals wahnsinnig hohe Leistungen, hier 250 Gigabyte, aber heutzutage hat man ja durchaus höhere Ansprüche und deswegen, ich habe gecheckt, da ist nichts mehr drauf, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Man kann ja heutzutage mit Undelete oder mit Unformat oder man kann ja ganze Partitionen teilweise wiederherstellen mit Tools, das ist alles nur eine Frage der Zeit und deswegen ist es ganz ratsam, wenn man die Festplatten mechanisch zerstört. Was nicht gut funktioniert ist, wenn man jetzt hier mit einem Bohrer einfach durch die Scheibe hinten durchbohrt. Es geht zum einen sehr schlecht, weil durch diese Edelstahlscheibe oder was das auch immer ist, Vanadium oder Kryptonium oder keine Ahnung, kommt man sehr schwer durch. Das heißt, wenn ihr hier ein Loch reinbohrt, dann seid ihr maximal hier durch die äußeren Schichten durch und vielleicht durch die Elektronik, die kann man aber locker ersetzen. Deswegen wichtig ist erstmal, jede Festplatte hat hier noch unter dem Aufkleber irgendwo noch eine Schraube hier. Ah, hier, genau, ich habe es hier. Seht man hier. Also wenn man die vergisst, dann kriegt man es nicht auf. Ich habe hier so ein sternförmiges Bit, das werde ich auch mit verlinken nachher in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne dann bei Amazon zuschlagen und dann auch hier den Kanal damit unterstützen mit dem Kauf. Und ich habe es hier in den Akkuschrauber rein, weil die Festplatte geht ja eh nicht mehr und die soll auch nie wieder gehen. Deswegen ist es eigentlich egal, brauche ich jetzt nicht hier mit dem kleinen Schraubenzieher hier jede Schraube einzeln zu machen. Ihr werdet nämlich sehen, da kommen gleich noch einige Schrauben. Deckel abmachen. So sieht eine Festplatte von innen aus. Hier ist eine oder hier ist die Scheibe, auf der das dann alles gespeichert wird. Jetzt darf man natürlich hier mal drauf gehen, sonst natürlich auf keinen Fall, sonst geht sie kaputt. Und diese Scheibe hier will ich mechanisch zerstören. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem Bohrer von außen hier durchbohrt, besteht die Gefahr, dass ihr zum Beispiel nur hier unten durchbohrt oder nur hinten die Elektronik erwischt, aber nicht die Scheibe selbst, denn die lässt sich eigentlich relativ schlecht durchbohren. Es ist sehr glattes Material. Okay, wollen wir sie mal ganz zerlegen? Können wir eigentlich auch machen. Also hier kann man die Elektronik abmachen auf der Rückseite. Das sind zum Glück alles dieselben Schräubchen. Das heißt, wenn ihr einmal das richtige Bit habt, dann könnt ihr alles zerlegen. Mein Akkuschrauber hier leistet mir auch treue Dienste, also den kann ich auch sehr empfehlen. Da habe ich schon alles Mögliche damit gebaut. So, das ist hier die Steuerungselektronik. Und wenn man nur die zerstört, hat man eigentlich relativ wenig gekonnt, denn ich hatte auch schon mal den Fall, dass eine Festplatte, da war die Steuerungselektronik defekt wegen einer Überspannung. Und dann haben wir uns bei eBay eine neue Festplatte gekauft, also von derselben Serie, und haben einfach die Steuerungselektronik ersetzt und dann ging die wieder. Ja, also das heißt, das nur zu zerstören, hilft noch gar nichts. Also es muss wirklich, wenn ihr eure Daten wirklich sicher vernichten wollt, dann muss mechanisch das hier kaputt gehen. Okay, dann zerstören wir einfach hier die Scheibe jetzt und ich habe da einfach Sandpapier dafür, richtig grobes. Und zerkratzen die jetzt massiv, also auch bis zum Rand richtig schön zerkratzen, dass da definitiv kein Lesekopf mehr irgendwas erkennen kann, dass die richtig kaputt ist an jeder Spur.
So, also jetzt ist sie richtig zerkratzt hier. Ich meine, geht natürlich immer noch mehr zerkratzen hier, aber... Okay, und dann kann man eigentlich den ganzen Krusch dann in Elektromüll schmeißen und zur Entsorgung geben. Ganz wichtig, nicht in Hausmüll, ne? Da sind noch Stoffe drin, die recycelt werden können. Sehr wertvolle Stoffe. Und dann kann eigentlich nichts passieren mit euren Daten. So, ich habe jetzt hier noch ein paar andere Festplatten vor mir, die auch noch drankommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Hier gibt es immer eine bunte Mischung aus allen möglichen Tech-Sachen. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Frage habt, lasst einen Kommentar da. Ich versuche die Sachen zu verlinken, die ich hier alles so verwendet habe, um das zu machen, damit ihr auch relativ schnell wisst, was ihr kaufen müsst, was ihr braucht. Ne? Und wenn ihr das dann über die Links kauft, dann unterstützt ihr den Kanal. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Also bis bald. Tschüss.